Wir haben hier ein bisschen was für dich vorbereitet und da wirst du jetzt die Täterin spielen, wirst dich in dieser Räumlichkeit verstecken und die Aufgabe des Hundes wird es sein, dich in diesen Räumlichkeiten aufzustöbern und dann zu stellen. Das passiert in aller Regel mit einem Biss. Da schießt das Adrenalin definitiv ein, das kann man gar nicht verhindern. Kommen Sie raus oder wir setzen den Diensthund ein. Pack! Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das gute Stück hier, das werden wir heute noch brauchen, denn das ist ein Beißarm. Denn wir wollen euch heute unsere tierischen Kollegen auf vier Pfoten vorstellen. Und das sind Mila und Kaya, die zu den Diensthundeführern Christine und Lenz gehören. Und die beiden, beziehungsweise die vier, werden uns heute ihre Arbeit zeigen. Mein Hund heißt Kaya, die ist 5 Jahre alt geworden. Sie ist ein belgischer Schäferhund, ein Malinois. Ich habe sie jetzt seit 3 Jahren und sie ist ein Schutzhund und ein Mantrailer. Ein Mantrailer sucht quasi explizit mit dem Individualgeruch. Also mein Hund sucht den Geruch dort, wo er liegt. Er hat halt Freiheit in der Suche. Kaya! Hey, hi, Hansi! Christine. Hi. Hallo Kaya, na? Ja, das ist die Kaya. Ich freue mich total, dass wir heute mit euch drehen können. Aber sag mal, wenn ich euch sage, wo ist eigentlich Lenz? Lenz ist mit der Praktikantin unterwegs und die bereiten jetzt unsere Fährte vor, die wir nachher ausarbeiten. So, nun bist du Diensthundeführerin, aber wie wird man eigentlich Diensthundeführerin? Wie ist das so der Werdegang? Also, ich habe damals eine Interessenbekundung geschrieben, die kann man ganz normal über den Dienstgruppenleiter einreichen. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, was mir auch sehr zugesagt hat. Und ja, dann ging das Ganze schon los. Okay, und jetzt aber auch noch die Umkehrfrage, wie wird denn so ein Diensthund zum Diensthund? Ja, also prinzipiell könnte das jeder Hund werden, aber da muss er gewisse Voraussetzungen mitbringen. Wir haben spezielle Rassen, die genommen werden dürfen, dann wird das angeprüft. Läuft eine gewisse Probezeit für den Hund, wird mit dem Arzt komplett durchgecheckt. Und wenn das alles passt, dann kann er Diensthund werden. Und wie läuft dann konkret so eine Prüfung zum Diensthund ab? Er muss halt verschiedene Sachen, also die Unterordnungsprüfung, Schutzdienstprüfung und dann das Spezielle. Das sind quasi 3 Teile. Okay, die verschiedenen Richtungen lernen wir ja vielleicht heute sogar noch kennen. Auf jeden Fall. Aber was passiert denn jetzt als nächstes? Als erstes fangen wir an mit dem Schutzdienst. Na dann, nimm uns mal mit. Auf geht's. Für das Schutzhundtraining gehen wir auf den sogenannten Catwalk. In dieser Halle können Räumlichkeiten speziell für die Trainingsanforderungen der Spezialeinheiten oder wie in diesem Fall der Diensthundführer hergerichtet werden. So, Anne, wie versprochen, gehen wir jetzt zu Lenz und der wird uns ein bisschen Schutzdienst zeigen mit seiner Mila. Okay. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Danke. Hallo Lenz. Hi Anne, grüß dich. Ich habe gerade schon gehört, du hast unsere Praktikantin versteckt. Ja. Und jetzt sehe ich hier eine dicke Hose und eine dicke Jacke. Was passiert gleich? Wofür ist das gut? Ja, wir haben hier ein bisschen was für dich vorbereitet. Hinter uns liegt unser Trainingsobjekt. Und da haben wir verschiedene Räumlichkeiten und da wirst du jetzt die Täterin spielen, wirst dich in dieser Räumlichkeit verstecken und die Aufgabe des Hundes wird es sein, dich in diesen Räumlichkeiten aufzustöbern und dann zu stellen. Das passiert in aller Regel mit einem Biss und damit dir nichts passiert, haben wir dir den Anzug mitgebracht. Okay, dann pelle ich mich da mal rein. Und ich hole den Hund. Na dann los. Boah, ich bin vorbereitet, kann losgehen. Ich bin echt gespannt, was mich gleich erwartet. In dem dicken Vollschutzanzug fällt jede Bewegung schwer. Aber wird er auch der Beißkraft von Mila standhalten? Vielleicht habe ich ja Glück und die eifrige Hündin findet mich gar nicht. Darauf verlassen werde ich mich aber lieber nicht. Also meine Diensthündin heißt Mila, ist ein Weibchen, belgischer Schäferhund und hat die Spezialisierung, dass sie ein Schutzhund ist und ein Fährtenhund. Der Einsatz der Diensthunde erfordert immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Offene Tür. Geh rein. Hier geht's lang. Platz. Polizei, kommen Sie raus oder wir setzen den Diensthund ein. Polizei, kommen Sie raus oder wir setzen den Diensthund ein. Pack. Ah! 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 Eddie, geh weg! Polizei, legen Sie sich auf den Boden!
kein Widerstand. Folgen Sie unseren Anweisungen. Hilfe! Legen Sie sich auf den Boden. Jawohl, Mädchen. Prima. 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 Klasse. Hund ist fest. Der Hund hat einen Täter gestellt, wir haben nachgezogen, haben den Täter zu Boden gesprochen, haben den Hund dann wieder aus dem Arm gelöst. Das ist ganz wichtig, dass der Hund auf Kommando den Täter auch wieder loslässt und wir den Täter dann auch so abführen können. Der krasseste Moment ist eigentlich, wenn man hört, dass der Hund hinter einem schon sucht, also straight hinter der Wand ist und anscheinend gleich kommt. Und dann natürlich, wenn er um die Ecke ist und ihn so sieht und er angerannt kommt und sich verbeißt. Aber man merkt echt nicht viel dadurch. Es ist so ein Druck, als würde einen jemand packen. Ja, und dann Adrenalin, würde ich sagen. Da schießt das Adrenalin definitiv ein. Das kann man gar nicht verhindern. Also das ist wirklich auch ein Geruch, den der Hund wahrnimmt. Wenn man da steht und wartet auf den Einschlag, das kann man gar nicht verhindern, dass man da quasi Adrenalin ausstößt und Angst hat. Das sind ganz natürliche Hormone und das ist auch verständlich. Das mag auf den ersten Blick erstmal martialisch aussehen, aber auf der anderen Seite ist es erstmal nichts weiteres, als den Täter einfach zu binden, ne? Dass der Täter fluchtunfähig gemacht wird. So, Anna, jetzt hast du ja schon mal so ein erstes Feeling dafür bekommen, wie sich das anfühlt, von einem Hund gebissen zu werden in einem Vollschutz. Das haben wir jetzt gerade im Gebäude gemacht. Wir haben aber auch ganz viele Täter, bei denen ist das so, wenn sie die Polizei sehen, die haben keine Lust stehen zu bleiben, Fluchtinstinkt, die hauen vor uns ab. Ja, und bei entsprechenden Delikten dürfen wir den Hund auch hinterher schicken. Ja, und dieses Szenario stellen wir jetzt mit dir nach. Das heißt, du wirst jetzt vor dem Hund flüchten, ich schicke den Hund hinterher und der Hund wird dich an der Flucht hindern. Ja, dann jetzt nach dem Indoor-Erlebnis das Ganze noch Outdoor. Mal gucken, wie das wird. Diesmal soll ich also in voller Bewegung von Mila gestoppt werden. Damit jedes Verletzungsrisiko schon im Vorfeld ausgeschlossen wird, darf ich dieses Training nur mit Schutzhelm machen. Mila steht schon in den Startlöchern. Gerade eben ist sie ja auch schon auf den Geschmack gekommen. Wortwörtlich. Platz. Polizei, was machen Sie da? Ey! Was wollt ihr denn hier? Ey, Polizei, stehen bleiben oder ich setze den Diensthund ein. Nein. Polizei, stehen bleiben oder ich setze den Diensthund ein. Pack. Jawohl. Ich kann mir gut vorstellen, was in Annes Kopf vorgegangen ist. Als ich das erste Mal in so einem Anzug stand, da hatte ich auch ganz schön Muffensausen. Also von daher dicken Respekt an Anne. Ja, das ist schon, da hat man schon eine ordentliche Portion Respekt, die damit einhergeht. Bleiben Sie liegen, leisten Sie keinen Widerstand. Hund ist fest. Ja. Ein Risiko besteht dahingehend nicht, weil, wie gesagt, sie hat den Vollschutz an. Wir haben sie davor ausführlich gebrieft, wie sie sich zu verhalten hat. Da ist das Risiko gen Null. Ja, Christine, wir sind jetzt soweit mit dem Schutzhund-Part durch und gehen zum Mantrailing-Part über. Wofür genau brauchen wir da diese Socke? Ja, die Socke ist dafür da, dass jetzt Kaya quasi weiß, wen sie suchen muss. Da ist jetzt quasi der Geruch von der Praktikantin dran. Den gebe ich Kaya jetzt vor und dann verbindet sich Kaya mit diesem Geruch auf dem Trail. Und dann hoffen wir, dass wir ankommen und sie wiederfinden. Ich bin davon überzeugt, dass wir sie finden werden, weil die Hunde haben mir heute schon gezeigt, was sie so können. Wir haben einen Geruchspool gebildet. Dort hat sich der Geruch so ein bisschen gesammelt. Da hat die Kollegin den Hund dann mittels eines Geruchsvorhaltes angesetzt. Der Hund hat geschnüffelt und konnte dann quasi die Fährte bzw. den Trail aufnehmen. Ich habe eine Socke genommen. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Ich nehme am liebsten aber Leibwäsche, weil an der Leibwäsche die meisten Hautschuppen hängen. Wenn ich jetzt eine Überjacke, eine Regenjacke oder eine Weste nehmen würde, die hat nicht so viel Hautkontakt. Und gerade eine Socke oder Unterhemden, was direkt auf Haut liegt, dort haben wir einfach mehr den Geruch dran haften. Und los geht die Suche ins Ungewisse für Christine und Diensthündin Kaya. Die Kollegin wusste nicht, wo die Fährte lang geht. Das ist ganz elementar wichtig für uns fürs Trainieren, damit wir die Hunde einfach zu lesen lernen. Und was man bei dem Trail besonders gut gesehen hat, dass der Hund sich an der Straße entlang arbeitet und trotz der fremden Gerüche die richtige Fährte bzw. den richtigen Trail gefunden hat. Es geht einfach darum, dass der Hund den Geruch aufnimmt, den ich ihm vorgebe und diesen Geruch in der freien Wildbahn wiederfindet und ihm folgt und dann zur Person führt. Ey, das ist total spannend. Kaya läuft hier quasi achtend von links und rechts und Christine hat vorhin erklärt, dass sie so Hautschuppen quasi riechen und aufnehmen kann. Und jetzt, ich weiß ja selbst nicht, wo Leni ist. Schauen wir mal nach ihr.
Der Individualgeruch der Person ist quasi wie ein Fingerabdruck. Und diesen individuellen Geruch von der Person sucht sie jetzt, der an der Socke und auch auf dem Boden ist. Hier ist ein Geruchspool, das heißt, hier ist ganz viel Geruch. Sie muss sich jetzt festlegen, wo quasi die Person ist. Ich kann ihr da jetzt nicht helfen. Nachdem sich Kaya neu orientiert hat, geht die Suche weiter. Und dann dauert es auch nicht lange, bis sie unsere Praktikantin Leni aufgespürt hat. Versteckt hinter einem Hänger, aber mit einer leckeren Überraschung. Jetzt. Hey, jawohl! Oh, das war auch eine Geburt, Mausi! Ui! Oh, pack schneller aus! Pack schnell aus! Ja! Ui! Ui, jawohl! Ja, sie ist an einer Kreuzung, hat sie ein bisschen gehadert, weil sie zu spät abgebogen ist. Dann hat sie mir aber signalisiert, dass dort kein Geruch mehr ist. Dann geht man ein Stück zurück und dann hat sie sich wieder eingesucht und ist perfekt angekommen. Richtiger Hund bist du. Hm. Hat dir Spaß gemacht? Leni zu suchen? Ja. Das ist ihr Leben. Die sucht für ihr Leben gerne und das merke ich auch. Und dann macht es doppelt so viel Spaß, wenn der Hund das Arbeiten auch liebt. So, ihr drei, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Eindrücke heute. Das war super spannend. Ich habe Diensthund heute noch mal ganz anders kennengelernt. Die liebe Mila ist jetzt noch im Auto und hat Päuschen. Und dir, Kaya, ganz lieben Dank, dass du unsere Praktikantin zurückgebracht hast. Na dann, weiterhin erfolgreiche Einsätze für euch. Danke. Sehr gerne, vielen Dank. Ciao. Das war's auch schon wieder. Ich glaube, man konnte 1A sehen, dass die beiden ihren Job lieben und auch die Hunde ihren Job lieben. Die haben beide echt zuverlässig gearbeitet und das getan, was sie sollten. Teilweise leisten die auch Dinge, die so durch Maschinen einfach nicht ersetzbar wären. Und am Ende des Tages sind auch unsere Hunde eins unserer Einsatzmittel und dabei ein sehr erfolgreiches. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, wir leiten sie weiter, schreibt sie in die Kommentare und lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.